grüße ganz herzlich Christine Heiß von der Fraktion Die Linke im Sachsen-Anhaltischen Landtag, dort Sprecherin für Jugend- und Haushaltspolitik. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was Sie uns mitgeben wollen für dieses Interview. Sie haben vorhin gesagt, Sie kommen aus der Jugendpolitik oder aus dem, das ist Ihnen ein wichtiges Thema. Genau, also ich bin auch damals 2016, 2015 zur Landtagswahl angetreten, weil mir eben der Jugendbereich so wichtig war. Ich bin selber in der Schulzeit schon mit der Schülerzeitung in Kontakt gekommen, habe die gemacht und bin durch die Schülerzeitungsarbeit dann ganz schnell in die Verbandsgeschichten reingerutscht, also Jugendmedienverband, dann zum Kinder- und Jugendring. Ich war bei unserem Bundesverband der Jugendpresse mit dem Vorstand und habe da eben ganz viel mit Jugendverbänden zu tun gehabt, schon in sehr jungen Jahren, mit 16, 17, dann bis Anfang 20, und daher weiß ich, denke ich, ziemlich genau oder wusste damals ziemlich genau auch, wo sind die Probleme, wo sind die Themen, wie sollte Jugendbeteiligung und Mitwirkung von jungen Menschen genau funktionieren. Und darum war es mir ganz wichtig, selber auch in der Politik in dem Bereich tätig zu sein und eben meine Erfahrungen dort einbringen zu können, weil ich glaube, zu wissen, dass es kaum einen Politiker gibt bei uns im Landtag, der so eine starke Jugendverbandshintergrund hat, wie ich das habe. Und das kann ja nur nützlich sein. Dann mache ich da gleich mal weiter. Wenn Sie sagen, Sie haben viel Verbandserfahrung, das ist immer eine spannende Frage von Beteiligung. Wo werden jugendliche Beteiligung? Und dann kommen die Jugendverbände und sagen, wir sind ein wichtiger Faktor für Jugendbeteiligung. Es gibt andere, die sagen, es ist vielleicht nicht politisch genug. Wie haben Sie das erlebt? Werden Jugendliche in Verbänden beteiligt oder wie ist überhaupt die Situation? Wie viele Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen gibt es in Sachsen-Anhalt? Also für mich ist Jugendbeteiligung wirklich mitwirken. Das Problem ist, das würde ich gleich mal sagen, das ist mir auch in der Politik aufgefallen, dass Beteiligung immer verwechselt wird mit einer Art Anhörung. Also das ist ja oft so, dass die jungen Menschen irgendwo eingeladen werden, an so einer Veranstaltung oder auch in den Stadtrat oder irgendeinen Jugendbeirat, und da dürfen sie mal sagen, was sie so meinen, und dann setzen die Erwachsenen das um. Dann gibt es irgendwelche hauptamtlichen älteren Menschen, die dann im Auftrag der jungen Menschen unterwegs sind und eventuell überlegen, ob sie das tun, was die jungen Menschen da gern möchten. Das ist für mich keine Beteiligung. Das ist eine Anhörung junger Menschen. Eine Beteiligung und Mitbestimmung ist, wenn junge Menschen gerade in Jugendverbänden tatsächlich auch in verantwortlicher Position sind. Ich will das an meinem Beispiel machen. Ich war Vorstandsvorsitzender eines Jugendverbandes, hatte Personalverantwortung, war mit verantwortlich für einen sechsstelligen Betrag im Jahr und habe dann auch mit meinen anderen Kollegen, die ähnlich alt waren wie ich, eben festgelegt, welche Veranstaltungen wollen wir machen, wie wollen wir die machen, wo wollen wir die machen, wie ist das mit den FSJ-Dann, die man vielleicht einstellen kann, wie machen wir das Prozedere, wie stellen wir die ein, wo gibt es gerade Probleme, mit welchem jugendpolitischen Sprecher in der Politik müssen wir irgendwie ein Gespräch führen. Das ist für mich tatsächlich wirklich Mitbestimmung junger Leute, und das ist mir so nur in Jugendverbänden begegnet. Also die vielen Projekte, die es gibt, die mal kurzfristig irgendwie von der Politik gemacht werden oder von der Verwaltung initiiert werden, mal für ein Jahr. Das ist mal nett, da kann man sich sicherlich ausprobieren, aber da haben die jungen Menschen tatsächlich relativ wenig Mitwirkungsbestimmungen oder Mitwirkungsmöglichkeiten, nur so weit, wie es die Erwachsenen zulassen. Und das geht bei Jugendverbänden aus meiner Sicht viel, viel besser, dass die jungen Menschen tatsächlich Verantwortung übernehmen dürfen. Ja, jetzt ist ja das in Sachsen-Anhalt ein jugendpolitisches Programm entwickelt worden. Es gab eine Reihe von Regelungen. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt mal vielleicht auf die letzte Legislatur zurückgucken, auch wenn Sie nicht in Verantwortung, also nicht in Regierungsverantwortung waren, wie hat sich das in Sachsen-Anhalt entwickelt? Gibt es mehr Mitwirkungsmöglichkeiten oder gibt es überhaupt Mitwirkungsmöglichkeiten? Sie haben ja selber gesagt, vielleicht sind das alles keine richtigen Mitwirkungsmöglichkeiten, keine echte Partizipation außerhalb der Verbände. Vielleicht gibt es ja aber auch Möglichkeiten, das zu entwickeln. Wie sehen Sie den aktuellen Stand und wo es vielleicht auch Bedarf, was weiterzuentwickeln? Ja, wir haben das jugendpolitische Programm in Sachsen-Anhalt, was ja vor einigen Wochen dann auch mal fertiggestellt wurde. Das hat sehr lange gedauert, das bedauere ich sehr. Also ich habe da von damals, als ich noch selber in Jugendverbänden aktiv war, auch von den ersten Prozess da so mitentwickelt. Daher war es interessant, das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das jugendpolitische Programm ist ja im Prinzip eine Empfehlung. Was kann man machen? Wo sollte es weitergehen? Was ich schade finde, ist, dass es zu Ende der Legislatur gekommen ist und jetzt gesagt wird, auch von der Regierung, naja, das müssen dann die Nächsten machen. Das ist aus meiner Sicht fehlgeleitet. Das hätte in dieser Legislatur schon viel früher fertig sein müssen. Ähnlich der Kinder- und Jugendbericht. Der ist ja schon eine ganz gute Aufstellung, wie es jungen Menschen in Sachsen-Anhalt geht. Der hat ja den Schwerpunkt Jugend
Politik, was für mich als jugendpolitische Sprecherin natürlich total spannend war, mal zu sehen, wie geht es jungen Menschen in Sachsen-Anhalt, wie sind ihre Entwicklungen, wie sieht es demografisch aus, politisch aus, wo können die sich beteiligen, mitwirken. Und ja, da kommt auch, geht auch hervor, dass es natürlich auch einige Entwicklungen gab, zum Beispiel mit dem Zentrum Jugend und Kommune, was ja auch geschaffen wurde mit der Hochschule Magdeburg-Sternheil, die ja auch vor Ort, gerade in den Kommunen, viel Projekte auch starten. Da gab es auch, hatte ich letztens teilgenommen, an der Veranstaltung digital im Rahmen des Sozialausschusses, wo nochmal dargelegt wurde, welche Kommunen sind da wirklich, sage ich mal, Leuchttürme, wie kann es wirklich laufen, junge Leute da mitzunehmen und ihre Meinung auch mit einzuholen. Da gab es schon ein bisschen Bewegung. Ich muss aber insgesamt sagen, von meinem Verständnis von Jugendarbeit, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also gerade was die strukturellen Bedingungen angeht, von Jugendverbänden, aber auch von Projekten, von Jugendarbeit vor Ort, da ist noch ganz, ganz viel Luft. Also es ist auch im Kinder- und Jugendbericht ja nachzulesen, dass ganz viel Kritik auch kommt, sowohl von den Fachmenschen vor Ort, in den Jugendclubs zum Beispiel, auch in den Jugendämtern, aber auch von den jungen Leuten, die halt sagen, die Angebote vor Ort reichen nicht, die sie haben, sind zum Teil nicht gut zu erreichen und sind nicht passgenau auch zum Teil. Und das ist eben tatsächlich ein Problem. Also ich kann junge Menschen natürlich nur beteiligen und kann nur auf ihre Bedürfnisse eingehen, wenn tatsächlich jemand vor Ort ist, der auch weiß, was los ist und der mit jungen Menschen reden kann. Das ist leider viel zu selten der Fall nach wie vor. Ja, sind wir direkt dabei, was es an Erwachsenen braucht, die junge Menschen vielleicht unterstützen oder was es für... Ich weiß ja nicht, wie sich die Strukturen vorstellen, aber wie sieht es denn aus mit Förderung in Sachsen-Anhalt? Wie viel Geld gibt es für Jugendpolitik, für Partizipation, aber auch für Jugendarbeit allgemein? Sind wir da gut ausgestattet? Wir haben ja in Ostdeutschland grundsätzlich eine ein bisschen andere Situation an der Stelle als in Westdeutschland. Und wir haben ja auch, wenn ich nach Thüringen gucke, eine andere Förderpolitik, als wir in Sachsen-Anhalt haben. Also wie sehen Sie es da in Sachsen-Anhalt? Eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, es tut mir leid, auch als haushaltspolitische Sprecherin habe ich nicht alle Zahlen im Kopf, aber was klar ist, da haben wir auch als Fraktion mehrere Anträge gemacht, da gab es auch eine Petition vom Kinder- und Jugendring, dass das Geld, was da ist, nicht ausreicht und auch ungleich verteilt ist, also Thema Flächenfaktor, zum Beispiel, wie ist das Geld verteilt in den Städten, in den Großen, wie ist das Geld verteilt im ländlichen Bereich und da sieht man schon ganz deutlich, dass der ländliche Bereich schon sehr zu kämpfen hat. Wir haben es ja gerade, was die Jugendarbeit vor Ort geht, dass die Kommunen da ja verantwortlich für sind und da vorrangig Geld geben sollen, das Land nur so ein bisschen zufinanziert. Aber wenn man sich die Situation der Kommunen anschaut, und da bin ich jetzt wieder die haushaltspolitische Sprecherin, da sieht man ganz deutlich, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben bekommen haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, aber nicht entsprechend Geld. Das heißt, sie sparen natürlich dort, wo freiwillige Leistungen sind. Dass Kinder- und Jugendarbeit keine freiwillige Leistung ist nach SGB VIII, ist nochmal ein anderes Thema. Aber das würde jetzt hier zu weit führen, aber dort wird dann halt gestrichen. Dann wird eben der Jugendclub zugemacht oder die Fachkraft ist nur noch 2 Tage in der Woche vor Ort oder der Jugendclub wird halt nicht saniert, gerade so die strukturelle Förderung vor Ort, auch was die Bauten angeht. Das ist katastrophal zum Teil, wenn man sich die Jugendclubs mal anschaut, was das für Behausungen sind, wo die jungen Leute da untergebracht sind. Das ist schon, das ist ein trauriges Bild, das muss ich wirklich sagen. Also natürlich könnte man mehr Geld in dem Bereich stecken. Wir haben auch mehrfach, wie gesagt, Anträge dazu gestellt, dass in den Kommunen vor Ort bei den jungen Menschen mehr Möglichkeiten sind, dass aber auch die landesweit agierenden Jugendverbände und landesweit agierenden Träger da mehr Möglichkeiten haben und auch mehr Fachkräfte einstellen können. Das ist natürlich das nächste Thema, was da spielt, weil Sie ja nach den Fachkräften fragten. Das ist auch im Kinder- und Jugendbericht nochmal ganz deutlich geworden, dass ein Großteil der Fachkräfte schon sehr alt ist und auch absehbar in Rente geht, dass es einfach Probleme auch gibt, neue Menschen zu motivieren, dort reinzugehen. Problem deswegen, weil zum einen einfach schlecht bezahlt wird. Die Leute in der Jugendarbeit kriegen sehr wenig Geld, viel zu wenig Geld für ihre Arbeit, sind teilweise befristet eingestellt oder großteilig befristet eingestellt und das ist teilweise sehr kurz, also 1 oder 2 Jahre. Und wer jung ist und hier bleiben will und eine Familie gründen will selber, der nimmt doch keinen Job an, wo man eine E8 hat,
Und 60% arbeitet für 2 Jahre. Also das ist doch unattraktiv. Dann wandern diese Menschen natürlich ab. Und hier vor Ort haben wir keine Fachkräfte mehr, die sich mit den jungen Menschen beschäftigen. Das ist ein großes Problem in allen Bereichen. Also es fängt bei den Kitas an, bei den Kindern, geht aber auch dann wirklich ganz stark in den Bereich Jugendarbeit und Jugendhilfe weiter. Da sind ganz große Probleme. Das ist absehbar gewesen. Das wissen wir auch schon ganz viele Jahre. Das ist wie bei den Lehrern. Man sieht ja, wie alt sind die Fachkräfte und wann gehen die in Rente. Aber es wird relativ wenig getan dafür, um neue Leute auszubilden und sie wertzuschätzen und adäquat ihre Arbeit auch zu bezahlen. Großes Problem. Also, da stimme ich Ihnen natürlich in vielen Punkten zu. Jetzt sind Sie aber auch haushaltspolitische Sprecherin. Nehmen wir mal an, Sie kämen in der nächsten Legislatur mit in die Regierung. Co Corona hat das Land sicherlich viel Geld gekostet. Jetzt sagen Sie, Sie würden ganz viel Geld mehr in Jugend stecken. Also mal abgesehen wirklich von den formalen Fragen, wie wir das Geld nochmal weiterleiten. Also das wäre noch eine Frage sozusagen Richtung institutioneller Förderung, die es in einer ganz anderen Weise, als es bisher passiert. Das Problem ist ja jetzt, dass Landeszuweisungen an die Kommunen im Jahresweise kommen und dann natürlich bei den Trägern oft erst im Mai ankommen und manche Träger dann deshalb die Verträge eben nicht verlängern. Aber Richtig. jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, Sie kämen in die Regierung. Sachsen-Anhalt hat natürlich noch mehr Schulden als vorher. Wo wollen Sie denn das Geld hernehmen für das, was Sie gerade versprochen haben, was Sie gerade sich wünschen? Also nicht, dass ich das nicht teilen würde, aber das ist ja die spannende Frage, die dann auch an Sie gestellt wird. Ja, natürlich, das ist richtig. Also ich sage immer, es ist ziemlich viel Geld da. Ob das reicht, ist noch eine andere Frage. Aber ich glaube, da ist eine Menge Möglichkeit zur Umfinanzierung von bestimmten Bereichen. Also was zum Beispiel jetzt gerade angefangen hat, ist die neue Förderperiode der EU. Nun sagen alle, wir kriegen weniger Geld als vorher. Nun sehe ich aber auch, wenn ich mir die Zahlen angucke, dass viel von dem Geld, was wir bekommen haben in den vergangenen Jahren von der EU zum Beispiel gar nicht abgeflossen ist. Weil die Förderprogramme, die gemacht wurden, so schwierig waren und so undurchsichtig waren, dass es teilweise entweder gar nicht beantragt wurde oder hinterher von der EU gar nicht gezahlt wurde, weil die Gelder falsch verwendet werden. Nun kann man doch sagen, hey, ESF-Fonds, lasst uns doch da mal schauen, was wir da im Kinder- und Jugendbereich machen können. Sie erinnern sich vielleicht, das ganze Programm Schulerfolg sichern. Die Schulsozialarbeiter wurden ja auch durch ESF-Mittel finanziert. Warum kann man das nicht auch im Jugendbereich machen und sagen, wir schauen mal, wie wir in dem Bereich die Strukturen im Land besser finanzieren können. Dann würde ich auf jeden Fall anfassen, das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das müssen wir sowieso anfassen, weil das SGB VIII ja auf Bundesebene auch neu gemacht werden soll. Dann spielt auch noch der ganze Jugendschutzbereich mit rein, der ja auch neu gemacht wird. Das heißt, das müsste man sowieso anfassen. Und in dem Zuge würde ich gern, das ist mein persönlicher Wunsch, dann auch diese ganze Förderpolitik nochmal neu strukturieren. Also weg von Projektförderung, weg von einjähriger Förderung, sondern hin zu mehr Sicherheit für die Verbände und Vereine. Da glaube ich sogar, wenn man eine größere Flexibilität hat, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen eine Pauschalförderung über 5 Jahre für die Verbände, dass man zum Teil gar nicht mehr Geld bräuchte, sondern dass einfach die Sicherheit größer ist und wenn man das pauschaler verwenden könnte, das Geld, und nicht 3 Angebote für Klopapier bringen müsste, dass man dann als Verband einfach viel mehr Flexibilität hätte, auch bei den verschiedenen Dingen, die man macht, hin und her zu schieben. Da bin ich mir ganz sicher, dass bei vielen Verbänden das Geld ausreichen würde und wir gar nicht so viel mehr Geld bräuchten. Aber nochmal konkret auf die Frage, ich würde versuchen, die EU-Gelder zu bekommen. Ich glaube, dass auch im Haushalt viel Geld liegen bleibt. Also wenn ich mir angucke, wie viel auch im Bereich der Investitionen liegen geblieben ist in den vergangenen, wie viele Millionen in den vergangenen Jahren liegen geblieben ist, da kann man aus meiner Sicht auch noch einiges umschichten. Man muss auch gucken, was Personal angeht. Da hatte das haben die Ministerien auch relativ wenig machen können von dem, was sie geplant haben. Also ich sehe, da ist eine Menge Geld liegen geblieben und dann nehmen wir doch dieses Geld, was absehbar sowieso nicht verwendet werden kann. Und tun das in, zum Beispiel, als ein Beispiel, in den Jugendbereich. Natürlich höre ich dann immer von den anderen Fraktionen, gerade von der CDU, das ist alles nicht messbar und wir brauchen noch Erfolge und das muss man alles abhaken können. Ich finde, Jugendarbeit muss sich nicht rechnen. Das ist genauso wie Gesundheit oder Bildung. Da muss man nicht unbedingt messen können, das und das, der Mensch ist jetzt wieder gesund und da, wir haben jetzt so und so viel Geld da reingetan und jetzt ist er gesund, sondern das ist einfach was wichtig ist für den Staat, dass man junge Menschen da in ihren Kompetenzen stärkt und dass Strukturen da sind, um junge Menschen A, hier zu halten und B, ihnen einfach zu ermöglichen, sich hier zu entwickeln und ihre Stärken auszuleben. Und das ist es mir auf jeden Fall wert, da Geld reinzupacken, ja.
Jetzt vielen Dank erstmal für die Fragen zur Jugendpolitik. Ein bisschen wollte ich ja auch fragen, wie Sie Jugendliche heute sehen, das Leben von jungen Menschen. Sie haben immer wieder gesagt, jetzt Menschen hier halten. Also wenn man Statistiken anguckt, ist es ja so, dass Sachsen-Anhalt nicht mehr deutlich an Bevölkerung verliert, jetzt im Sinne von Wegzug und Zuzug, sondern die Bevölkerungszahlen eigentlich nur noch deshalb sinken, weil uns jetzt die Geburten der letzten 20 Jahre fehlen oder, und die Mütter, die nicht da sind, die potenziellen Mütter, die nicht da sind. Aber Sie haben, für Sie ist es trotzdem ein Thema, dass junge Menschen weggehen? Oder wie sehen Sie das? Und vielleicht auch die Frage nochmal wirklich generell auf den demografischen Wandel. Also ich erlebe das ja so, wenn bei uns jetzt in Wittenberg Stadtgespräche sind, die ja so auch der Mitwirkung gelten sollen, dann bin ich halt da immer schon ein junger Vertreter. Wenn ich jetzt auch noch eine Frau wäre, dann würde ich wirklich auffallen, sondern sitzen in der Regel Rentner. Und das ist ja auch eine Frage für die demokratische Repräsentanz. Also was bräuchte es denn, wie sehen Sie die Situation junger Menschen jetzt angesichts des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt? Wie groß ist der Abwanderungsdruck für junge Menschen im ländlichen Raum? Und wie sehen Sie auch die Frage sozusagen, dass vielleicht junge Menschen ja rein statistisch immer weniger werden im Vergleich zu den Älteren? Genau, also damit würde ich auch anfangen. Das hat man auch im Kinder- und Jugendbericht gesehen, dass der Jugendquotient an der Gesamtbevölkerung in Sachsen-Anhalt am geringsten ist. Also der Anteil junger Menschen im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung ist in Sachsen-Anhalt von allen Bundesländern am niedrigsten. Also wir haben am wenigsten junge Menschen sozusagen im Gesamtvergleich. Wir nehmen da den letzten Platz ein. Ja, das stimmt auch. Jungen Menschen wandern offensichtlich nicht mehr ganz so viel ab. Das hat man ja Anfang der 90er Jahre auch klar gesehen. Das ist ja auch ganz logisch. Wenn junge Frauen und Familien weggehen, dann kriegen die woanders Kinder und nicht hier. Und dann sind natürlich weniger Frauen hier, die Kinder kriegen. Und wenn ich mir angucke, dass jede Frau 1,7 Kinder bekommt, soll es da mehr werden? Ohne Frage. Tja, wie ist die Situation junger Menschen? Ich glaube, das muss man auch noch mal so ein bisschen differenzieren zwischen Stadt und Land. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also gerade die jungen Menschen in den größeren Städten, da meine ich jetzt Halle, Magdeburg und Dessau, da scheint mir schon eine relativ große Zufriedenheit auch mit dem zu sein, wie es hier im Land ist. Es gibt viele Möglichkeiten, klar in den großen Städten, was Unterhaltung angeht, was Freizeitaktivitäten angeht, aber auch was Ausbildungsmöglichkeiten angeht. Ich glaube, die am unzufriedensten sind, sind tatsächlich die in den mittelgroßen Städten. Wo so, weiß ich, zwischen 6.000 und 12.000 Einwohnern sind, wo man dann irgendwie halb ländlich ist, aber doch ein bisschen städtisch, aber trotzdem relativ wenig Möglichkeiten hat. Und da auch zu sehen ist, dass nach und nach vielleicht auch Dinge zugemacht wurden, siehe der Jugendclub, oder man Freizeitaktivitäten nicht mehr so sehr hat. ÖPNV ist ein großes Thema, was ich immer wieder höre von jungen Menschen. Also wie komme ich denn dorthin, wo ich gerne hin möchte? Also wenn ich einen Freund besuchen möchte, wenn ich irgendwie mal ins Kino gehen möchte, wenn ich mich irgendwie abends mit Kumpeln treffen möchte, in der Disco, damals vor Corona, als das noch alles ging. Das ist schon ein sehr, sehr großes Thema. Und darum ist ja dieses Azubi-Ticket ja zum Beispiel auch mitgekommen, dass man den jungen Menschen da eine größere Flexibilität gibt. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, was die Beteiligung junger Menschen angeht. Aber eben auch so das Messen der Zufriedenheit. Ich habe allgemein den Eindruck, dass junge Menschen gar keine große Rolle spielen in der Politik. Also das Thema Jugend ploppt dann immer auf, wenn man ein jugendpolitisches Programm hat und einmal in der Legislatur den Kinder- und Jugendbericht hat. Dann kommt das Thema vor. Ansonsten, ich sage mal, wenn wir das jetzt aus meiner Fraktion, wir haben da ja relativ viel auch diese Legislaturperiode in dem Thema gemacht. Wenn wir nichts machen würden, würde von der Regierung da relativ wenig kommen. Das heißt, junge Menschen interessieren die meisten Politiker offensichtlich überhaupt gar nicht. Interessant wird es dann, wenn mal der eigene Sohn oder die eigene Tochter irgendwie betroffen ist. Da ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was jetzt in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat, ist das ganze Thema Medien, Online-Welten, soziale Netzwerke. Was passiert da eigentlich? Das ist natürlich ein Bereich, der für junge Menschen eine große Bedeutung hat und große Möglichkeiten bietet. Also wenn ich dann halt meine Freunde über Facebook kontaktieren kann, wenn ich mit ihnen über FaceTime telefonieren kann, verschiedene soziale Netzwerke, WhatsApp-Gruppen nutzen kann, ist das natürlich etwas, was mich nochmal näher an meine Freunde bringt, wenn ich eben irgendwo auf einem kleinen Dorf sitze und da nicht wegkomme. Auf der anderen Seite sind da natürlich auch diverse Gefahren, was Mobbing, Cybermobbing angeht. Auch
sexuelle Anmachen und solche Dinge, das sind auch Probleme, mit denen junge Menschen da sehr zu kämpfen haben. Das hat sich auch im Kinder- und Jugendbericht ja auch nochmal gezeigt, dass da auch viel passiert und dass da noch ein großer weißer Fleck ist, auch hier in Sachsen-Anhalt, was den Umgang damit angeht. Also das lernt man ja nicht. Also man lernt ja nicht irgendwo im Unterricht, wie gehe ich denn mit solchen Situationen im Internet um? Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge machen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was die Lebenswelt von jungen Menschen sehr stark betrifft, die ganzen sozialen Netzwerke, wo aber relativ wenig politisch momentan auch passiert im Schutzbereich, in Prävention. Wenn ich jetzt, wenn wir beim Thema Digitalisierung sind und Sie haben ja auch Corona schon als Frage angesprochen, was das bedeutet. Vor Corona war gerade so das Thema bei Mobilität. Vielleicht brauchen wir gerade kein ÖPNV, aber perspektivisch wieder. Da ist ja, wenn ich so auf Schule gucke, auch meine Frage, müssten wir nicht, hätten wir nicht auch die Chance auch für Beteiligungsprozesse, Jugendliche ernster zu nehmen über digitale Medien? Also Sie haben jetzt so die Schutzfrage, das ist, glaube ich, eine Frage, aber dazu gehört ja auch, wenn man diese Lebenswelt ernst nimmt, gehört ja auch die Idee, dass da Diskussionen stattfinden, dass das ja auch, also gerade wenn ich sehe, Games, viele Games-Communities sind ja auch durchaus Räume von politischer Meinungsbildung. Also da werden ja durchaus Dinge diskutiert, oder wenn ich im amerikanischen Wahlkampf wird in der Among Us Werbung gemacht und in anderen Spielen. Ist das ein Thema, was in Sachsen-Anhalt in der Form Potenzial hat, und haben Sie da Ideen, wie das gehen könnte? Ja, hat Potenzial. Bis jetzt hat das aber noch keine große Rolle gespielt hier in der Politik, das muss man auch sagen. Das bedauere ich auch sehr, weil wir das natürlich sehen, dass da ganz viel passiert. Also gerade so diese Politisierung von Spielwelten, was sie ja auch sagt, mit Among Us zum Beispiel, aber auch anderen Spieleplattformen. Das ganze Thema E-Sport zum Beispiel, steuert da ja auch ganz stark rein. Auch da übrigens interessant zu sehen, dass da ja vorrangig auch junge Männer aktiv sind und Frauen da eher in einer Minderheit sind. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema, aber das nur nebenbei. Natürlich ist da ein Potenzial, das sollte man auch auf jeden Fall nutzen. Wir sehen das ja jetzt in Corona, was da auch online geht. Also nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch im außerschulischen Bereich. Die ganzen Angebote von Jugendverbänden, die mussten sich natürlich auch alle umstellen und Online-Formate entwickeln. Das ist zum Teil gelungen. Zum Teil ist es aber auch recht schwierig, weil auch die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, gerade bei den Jugendverbänden, die halt unterfinanziert sind. Aber auch die jungen Menschen müssen halt gucken, wo habe ich denn überhaupt gutes WLAN? Wo kann ich an bestimmten Projekten teilnehmen? Aber das ist ein Thema, was uns, denke ich, in den nächsten 10 Jahren mindestens noch hier in der Politik beschäftigen wird. Online-Formate für junge Menschen, ja, Online-Beteiligung von jungen Menschen. Ich habe schon gemerkt, dass in den vergangenen Monaten da sehr viel passiert ist. Es gab auch verschiedene Veranstaltungen online, an denen ich auch teilgenommen habe, wo man sich auch mit jungen Menschen ausgetauscht hat, wo man Meinungen eingeholt hat, wo man zu bestimmten Themen diskutiert hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was Zukunftsmusik ist, was ich sehr gut finde, wo es jetzt langsam so losgeht und wo ich glaube, da ist noch ganz viel mehr möglich, wo es ja auch schon verschiedene Formate auch in anderen Bundesländern gibt. Wir hatten ja auch mal das Beispiel mit Mecklenburg-Vorpommern genannt, mit dem Projekt dort. Das ist lustigerweise ein Partnerverband meines ehemaligen aktiven Verbandes Jugendpresse Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu machen. Aber das ist wie immer, die Politik hinkt da hinterher. Also man kann da viel mehr machen, man könnte da auch bestimmte Dinge fördern. Momentan sehe ich halt diese E-Sport-Förderung. Das ist sicherlich ein Bereich, den man machen kann, aber da ist noch so viel mehr, was noch gar nicht gesehen wird, wo man ran muss und was ich auch für die nächste Legislaturperiode deutlich sehe als einen Schwerpunkt für uns, wo man einfach noch ran muss und Geld reinpacken muss, aber eben auch nochmal schauen muss mit den jungen Menschen, aber auch mit den Leuten, die jetzt in dem Bereich schon aktiv sind, in den Verbänden, in den Projekten. Was kann man noch machen? Wo sind die Bedarfe? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich danke bisher. Eine Frage, die ja immer wieder kommt, auch gerade von außen kommt, wenn man auf Ostdeutschland kommt, ist die Frage von Demokratiefeindlichkeit. Wie leben wir zusammen? Gibt es besonders viel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Ist ja ganz oft auch der Grund, warum es dann nochmal Sondermittel für Ostdeutschland, für Jugendarbeit, also zumindest projektbezogen gibt. Es gibt diese Transformationserfahrungen, die da sicherlich eine Rolle spielen, aber wobei das ja eigentlich schon eine ältere Generation ist. Wie schätzen Sie das ein? Ist das, wenn Sie jetzt mal gucken auf das Meinungsspektrum junger Menschen, ist das anders als in Westdeutschland? Ist das in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern nochmal was Besonderes? Sind ostdeutsche Jugendliche demokratiefeindlicher oder haben mehr Schwierigkeiten, mit Vielfalt umzugehen?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass es an den jungen Menschen liegt. Ich glaube, dass es tatsächlich, ja, natürlich an der Geschichte liegt, auch an den Transformationsprozessen in Ostdeutschland. Was bekommt man auch von seinen Eltern mit? Wenn man sich so Studien anschaut, dann sieht man ja schon sehr genau, dass die jungen Menschen eher zu den Rändern tendieren. Also entweder Richtung rechts gehen oder eher sich in die linke, vielleicht so ein bisschen grüne Ecke verziehen. Und dazwischen ist, sage ich mal, so CDU, SPD, was die Mitte der Gesellschaft ja sonst ausmacht, gar nicht so sehr interessant für junge Menschen ist, sondern wirklich dann eher rechts oder links, sie sich orientieren. Woran liegt das? Ich denke zum einen, wie gesagt, so eine Prägung auch von zu Hause. Was bekommt man da mit? Was erlebt man da? Wie ist man selber aufgewachsen? In welchem Umfeld? Was geben einem die Eltern mit? Und ja, Sie haben schon recht. Natürlich ist das eine Generation, die das vorrangig betrifft, die auch älter ist als ich. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn man sich mal Leute anguckt, zum Beispiel wie Valerie Schönjan, die sogar noch jünger ist als ich und der auch ein Buch darüber geschrieben hat, über Ostbewusstsein, dass junge Menschen sich schon auch mit diesem Thema mehr und mehr beschäftigen. Wo komme ich her? Was bedeutet das? Warum ist es vielleicht in Bremen oder in Baden-Württemberg anders, als es bei mir zu Hause ist? Warum sind da vielleicht familiäre, strukturelle Dinge anders als bei mir? Ich habe schon den Eindruck, dass es vielleicht nicht für alle, aber für einige Jugendliche nach wie vor ein Thema ist, was bedeutet es eigentlich, aus dem Osten zu kommen? Und was hat die Geschichte vielleicht auch mit meiner Familie gemacht? Und warum bin ich so, denke ich so, wie ich denke, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja ein Teil einer Patchwork-Familie. Unsere Tochter studiert in Bremen und die hat ganz viele negative Erfahrungen auch gemacht. Also wo dann eben irgendwelche Bananenwitze gemacht wurden oder die Professoren auf Sachsen zeigen und sagten, in Sachsen-Anhalt ist die AfD sehr stark. Wo man schon an sich zweifelt, dann auch und denkt, mein Gott, also Leute, ich, nur weil ich aus dem Osten bin, bin ich doch nicht minderwertiger. Das ist schon ein interessante Erfahrung, die da wir auch in der Familie miteinander teilen. Also ja, der Osten ist schon speziell. Was ich aber auch erlebt habe, das möchte ich dann noch zum Schluss zu dem Thema sagen, ist natürlich auch, was die Politik negativ vorlebt, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich jetzt mal rekapituliere, was hier in den vergangenen 5 Jahren auch im Landtag passiert ist, wenn ein Verein wie Miteinander e.V. So einen Beirat vorgesetzt bekommt, wo dann CDU-Leute mit rein sollen, um aufzupassen, dass sie bloß nicht irgendwas mit Linksextremismus machen, auweia, oder jetzt aktuell in der nächsten Landtagssitzung wird von der AfD der Radiosender Korax aus Halle hops genommen, von wegen, die arbeiten antifaschistisch und machen da irgendwelche linksextremen Sachen. Und wo sich auch die CDU gerne anschließt bei solchen Sachen, ist das auch ein ganz schlecht vorgelebtes Vorbild. Also das geht gar nicht, dass man da solche Vereine und Verbände so in dieser Art und Weise politisch niedermacht. Und allgemein habe ich den Eindruck, dass gerade von den konservativ-rechten Parteien das Thema Zivilgesellschaft sehr stiefväterlich betrachtet wird und da eher negativ angesehen wird. Das ist ein Problem. Das hat sich verschlimmert in den vergangenen 5 Jahren, finde ich, dass das immer in so eine linke Ecke geschoben wird und dass man da versucht, bestimmte Akteure klein zu machen und schlecht zu machen. Ich meine, da kann man doch dann auch von den jungen Menschen nicht erwarten, dass sie alle Friede, Freude, Eierkuchen spielen, wenn das so negativ auch schon von der Politik vorgelebt wird. Dankeschön. Zum Abschluss habe ich so die ganz einfache, simple oder sehr schwierige Frage für Sie. Wie schätzen Sie die Situation junger Menschen in Sachsen-Anhalt ein? Ganz kurz. Junge Menschen in Sachsen-Anhalt haben sehr, sehr viele Potenziale und Möglichkeiten in diesem Land, haben aber nach wie vor sehr viele Defizite aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Also was spricht Digitalisierung? Welche Möglichkeiten habe ich da? Wie komme ich von A nach Z? Wo kann ich mich selber beteiligen? Wo werde ich ernst genommen? Wie kann ich mich hier entwickeln? Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich glaube, dass wir das in Sachsen-Anhalt noch verbessern können und auch in der Politik schaffen können, junge Menschen besser zu beteiligen. Ganz herzlichen Dank, Christine Heiß von der Fraktion Die Linke im Landtag Sachsen-Anhalt.